Hallo und herzlich willkommen zum Format Graue Couch von Finanzierung.com hier aus München. In der Löwengrube sitzen wir und interviewen, wie auch in der Vergangenheit schon, Experten aus der Finanzszene, Finanzierungsszene, aber eben auch aus der Wirtschaft. Und heute, spannend zur allgemeinen Wirtschaftslage, haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich einen absoluten Restrukturierungsprofi und Finanzierungsprofi, der in schwierigen Situationen gerufen wird, Uwe Rembohr, der dieses Thema und für dieses Thema steht und eine enorme Erfahrung hat. Und ich muss jetzt sagen, in dem jetzigen Umfeld wird die auch gebraucht. Wir sind in einer schwierigen Lage. Es steht auch jeden Tag mittlerweile schon in den Zeitungen, dass zwischen den Unternehmen und der Politik im Moment eine gewisse Störung, was die Kommunikation betrifft, vorhanden ist. Allerdings die Auswirkungen sind halt mittlerweile auch bei den Unternehmen angekommen. Und da muss man sich schon die Frage stellen, inwieweit die Zukunft des deutschen Geschäftsmodells hier auch auf dem Spiele steht. Wir haben einige Krisen erlebt. Wir haben es geschafft, die Pandemie zu überleben. Die Automobilindustrie hat schon mehrere Krisen gehabt. Wir hatten die Zulieferteile-Problematik. Jetzt müssen allerdings auch zum Beispiel KfW-Hilfen langsam getilgt werden. Und wir haben von außen das eine oder andere negative Ereignis neben der Energiekrise auch noch Probleme mit den Chinesen und so weiter. Und da stellt sich nochmal die Frage, ist die Zukunft des Geschäftsmodells des Deutschen, Herr Rembohr, steht das auf dem Spiel jetzt in dem Umfeld? Da haben Sie wahrscheinlich doch ein bisschen viele Anfragen derzeit. Ja, die Menge und die Art der Anfragen, die mich im Augenblick erreichen, die ist wirklich alarmierend. Jede zweite Anfrage, die ist im Augenblick, dreht sich um eine Werksschließung oder eine Verlagerung ins Ausland. Und wenn ich das hochrechne, was alleine bei mir, bei uns im ersten Quartal an Anfragen gelandet ist, dann rechne das hoch, dann ist das alarmierend. Hm. Denn Unternehmen, die erstmal aus Deutschland weg sind, die sind weg, die kommen auch nicht nächstes Jahr wieder, wenn die Regierung sagt, ja, jetzt machen wir irgendwas an Steuersenkungen oder Energiekosten. Das sind ja Investitionen im vielstelligen Millionenbereich. Und so ein Unternehmen ist dann weg. Ja. Und mit dem Unternehmen sind natürlich die Steuerzahler weg, die wir brauchen im Mittelstand. Es wandern mitunter die Fachkräfte ab, weil die ihre Schlüsselpersonen mitnehmen. Und dann haben wir schon ein ganz enormes Problem. Und die andere Hälfte, die sich nicht um Umschließung oder Abwanderung drehen, die haben eine Restrukturierung und einen Kapitalbedarf vor sich, weil die müssen jetzt die Corona-Hilfen zurückzahlen. Umsätze sind eingebrochen, Energiekosten gehen hoch. Personal ist nicht da, also muss ich in Digitalisierung, muss ich in Automatisierung investieren. Ja, die Liste nimmt kein Ende. Und manchmal habe ich so den Eindruck, dass die Dauerkrise das neue Normal ist und man gar nicht mehr irgendwie Routine, wie man sie früher kannte, aufnehmen kann. Ja, wir haben ja auch noch die Immobilienkrise, die durch den starken Zinsanstieg auch noch ein Riesenthema geworden ist, wie im Übrigen Zinsen generell natürlich ein großes Thema auch jetzt wieder sind bei den Unternehmen. Denn mit 1-2% kriegt man natürlich keinen Unternehmenskredit mehr, sondern wir sind da dann schon auch gerne schnell im zweistelligen Bereich, wenn die Bonität nicht so gut ist. Ja, Sie haben ja schon die wichtigsten Themen gesagt. Im Bereich der Restrukturierung gibt es natürlich vielleicht aus Ihrer langjährigen Erfahrung auch ein paar Dinge, die die Menschen beachten sollen. Weil es ist ja so, eine Firma ist ja per se nicht gleich verloren. Was ist Ihrer Meinung nach das Wichtigste? Worauf sollte der Unternehmer, wenn er merkt, jetzt haben wir schon ein paar Monate Verlust und irgendwie wird es nicht besser, was machen wir denn jetzt? Ja, gute Frage. Frühzeitig ansetzen. Ja. Nicht warten, bis das Kind im Brunnen liegt, ja, sondern schon aktiv werden, wenn sich die ersten dunklen Wolken am Horizont abzeichnen. Ja. Ist ähnlich wie mit der Gesundheit. Ich soll nicht erst zum Doktor, wenn ich dann umgefallen bin, sondern möglichst jedes Jahr mal einen Health-Check machen und bei den ersten Zipperlein und Anzeichen schon mal gucken, damit es nicht schlimmer wird. Dummerweise empfinden viele Unternehmer, gerade im Mittelstand, gerade im inhabergeführten Mittelstand, es oft als
Zeichen der Schwäche, wenn ich zugebe, dass ich irgendwo im seichten Fahrwasser bin und Hilfe brauche. Ist ja aber eigentlich Quatsch. Ist ja auch kein Zeichen von Schwäche, wenn ich meine Steuern nicht selber mache, sondern zum Steuerberater gehe. Oder meinen Fuhrpark nicht selber repariere, sondern in die Werkstatt gehe. Genau. Und genauso sollte man sich dann Hilfe suchen bei einem Restrukturierer. Die meisten Firmen kann man wieder in tiefes Fahrwasser ziehen, wenn man rechtzeitig was unternimmt. Genau, rechtzeitig ist das große Thema. Man muss natürlich einerseits strukturelle Themen vornehmen. Man muss wahrscheinlich oft Mitarbeiter entlassen, dann auch wieder andere hiren. Wir sind natürlich hier ein Finanzierungsunternehmen und das Thema Finanzierung interessiert uns natürlich ganz besonders. Was sagen Sie denn aus Ihrer Erfahrung, was ist zum Thema Finanzierung und sich androhende oder anbahnende Krise generell zu sagen? Also das Wichtigste ist, dass man immer liquide ist und einen guten Puffer an Bargeld hat. Ja. Es ist noch keine Firma jetzt bankrott gegangen oder in die Insolvenz, die eine strategische Krise hatte. Aber wenn ich eine Cashflow-Krise habe, dann wird es ganz, ganz eng. Ja. Das ist genauso im privaten Bereich. Da soll man auch immer für ein halbes, dreiviertel Jahr Geld zur Seite tun, falls mal irgendwas passiert. Ja. Leider rechnen sich Firmen oft selber was schön, ja. Da werden die Umsätze werden schön gerechnet, das kriegen wir schon. Da werden Investitionen, Anschaffungen getätigt, weil das Geld kommt wieder rein. Also ich bin ja da vorsichtig und würde dringend empfehlen, gib das Geld erst aus, wenn du es verdient hast und nicht vorher. Weil wenn wir eins gelernt haben, ja, man macht Pläne und dann kommt das Leben und macht einen großen fetten Strich durch die Rechnung. Und da ist natürlich Liquidität mal die Nummer eins. Klar, also das spüren wir ja auch, das muss ich leider auch sagen. Wir haben auch sehr viele Anfragen derzeit. Interessanterweise muss man sagen, ist der Gang zur Bank eigentlich jetzt schon zweite Wahl. Schlichtweg deshalb, weil die Bank einfach zu lange braucht. Also wenn Sie heute zur Bank rübergehen, der sagt, ja, in zwei Wochen machen wir einen Termin und dann schauen wir es uns in Ruhe an. Und ganz am Schluss sagt er, falsche Branche, das passt leider nicht. Deswegen sind wir als Finanzierungsvermittler viel mit alternativen Finanzierungen betraut, also Asset-basiert, also Factoring, Leasing und dergleichen, aber eben auch Debtfonds und viele Dinge, die der normale finanzierende Unternehmer jetzt nicht gleich alle bei der Hand hat. Das ist das Geschäftsmodell, dass man schneller ist und dann auch teilweise von der Bonität unabhängig. Weil wenn ich natürlich eine Immobilie habe und die beleihe, dann kann ich zu einem gewissen Maße hier zumindest Geld aufnehmen, ohne dass die Bonität so eine große Rolle spielt vom Unternehmen. Ja, ein spannendes Thema. Welche Themen sind denn sonst noch relevant in dem derzeitigen Umfeld? Ja, wir haben ein riesen Digitalisierungs- und Automatisierungsthema. Sie haben vorher gesagt, vieles wird verlagert. Wird es dann wirklich nur hier abgebaut und dort woanders wieder aufgebaut? Wo wird es denn eigentlich dann wieder aufgebaut? Also im Augenblick sind bei meinen Kunden das Thema Bulgarien, Rumänien und auch Polen. Mhm. Alles Länder, die uns geografisch noch nahe genug sind, um den deutschen Markt zu bedienen, die aber deutlich niedrigere Lohnkosten haben, die gleichzeitig aber gut qualifiziertes Personal haben. Ja, zum Beispiel die ganzen polnischen Handwerker, die sind ausgebildet an modernen Maschinen, ja, wie wir sie auch in Deutschland einsetzen. Das ist ein Vorteil. Wenn man zum Beispiel sich jetzt Arbeitskräfte holt aus Afrika oder im Nahen Osten, die haben oft ältere Maschinen, weil neue sich die Unternehmen nicht leisten können und sind deswegen auf die älteren Maschinen eingeschult. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man hier Arbeitnehmer hat, die modernen Maschinen kennen. Gleichzeitig ist natürlich das ganze Umfeld auch von der Politik wesentlich unternehmerfreundlicher. Ich meine, wenn Sie jetzt in Polen irgendwo mit dem Bürgermeister verhandeln und sagen, wir möchten ein Werk hinstellen, der gibt Ihnen mit Handkuss für ein Appel und ein Ei das Grundstück, weil er sagt, Mensch, die lassen Investitionen hier, da haben die Arbeitnehmer Lohn und Brot, die zahlen Steuern hier. Schlag ein Ei drüber über die Kosten für das Grundstück. Ja, das habe ich in 10 Jahren wieder rein. Und von den Energiekosten wollen wir gar nicht reden. Ja. Wir haben es ja in Deutschland geschafft, dass wir gemeinsam mit Dänemark die welthöchsten Energiekosten haben und das an einem Standort, der von Industrie lebt. Ja, dann importieren wir zwar
den Atomstrom, den wir selber nicht mehr haben, aus Frankreich. Und Magie, kaum über der Grenze, ist er dann wieder teurer. Ja. Also da kann man, wir machen ziemlich viel falsch im Augenblick. Ja, das ist leider so. Und der eine oder andere hat dann auch gar keine Lust mehr. Nachfolgeproblematik im Mittelstand, streift sie das auch? Weil wenn natürlich der Unternehmer aufhört, dann ist auch die Frage, ob dann das Leben in der Firma weitergeht. Ne? Ja, ist ein ganz großes Thema. Ja. Ich habe viele Unternehmer, die sind in ihren 70ern, haben bis zum Schluss am Steuer festgehalten. Was bedeutet hat, wenn da Kinder waren, die durften nicht das Ding übernehmen, die haben sich ein eigenes Leben aufgebaut, die sind Rechtsanwalt, Arzt, irgendwas geworden. Und wenn der Vater jetzt mit 70 sagt, jetzt möchte ich es abgeben, dann kommen die auch nicht zurück, die haben ihr eigenes Leben. Ja. Da gibt es sehr viele, die keinen Nachfolger haben. Und das ist ein großes Problem, weil was passiert damit? Ja? Man kann natürlich ein Unternehmen verkaufen an den Mitbewerber, um da Synergien zu erheben. Man kann es verkaufen an eine Private Equity. Nicht alle eignen sich aber dafür. Nicht jeder will das. Manche mögen ihr Lebenswerk in individuellen Händen sehen, nicht in institutionellen, ja, oder Konzernhänden. Das ist ein großes Problem. Ich habe einige Kunden, die sagen, ich mache mal gar keinen Kopf mehr. Für mich reicht es noch, wenn ich nicht mehr da bin, ist mir das eh wurscht. No. Ist natürlich trotzdem für die Struktur des Mittelstandes schlecht, wenn da plötzlich dann reihenweise irgendwann Firmen schließen. Und dieses Irgendwann kommt ja immer näher, denn die Generation dieser Gründer und dieser Inhaber, die befinden sich jetzt in den 70ern, die ist bald in den 80ern. Dann haben wir irgendwann plötzlich eine Lawine von Unternehmen, die herrenlos sind, die verwaist sind. Und man muss es auch mögen, weil Unternehmer sein heißt ja auch, dass das Hobby meistens das Unternehmen ist. Also da kennt man kein Wochenende und auch keinen Feierabend, sondern man ist dann für die Firma trotzdem unterwegs. Und ja, ich will es jetzt nicht böse sagen, wir haben ja auch junge Mitarbeiter, Generation Z ist ja immer in aller Munde. Aber es ist natürlich mit der Life-Work-Balance dann nicht ganz so vereinbar, die der eine oder andere propagiert. Wobei Arbeitszeitmodelle heutzutage schon ein Riesenthema sind. Man kann im Homeoffice arbeiten, man kann aber auch eben die Tage anders organisieren. Wohin geht da eigentlich der Trend aktuell? Ja, man muss natürlich sehr aufpassen. Ja, wir diskutieren so viel über Vier-Tage-Woche und Work-Life-Balance. Man muss schon aufpassen, dass wir nicht durch andere Nationen überholt werden, die eben nicht auf die Stechuhr schauen. Ja. In Deutschland hatten wir unser Businessmodell immer deswegen so erfolgreich in die Welt getragen, weil wir Deutschen sehr fleißig waren, sehr effizient waren. Wenn das nicht mehr der Fall ist, weil es andere Dinge wichtiger sind, dann werden uns Nationen wie die Chinesen oder wie die arabische Welt oder auch die Amerikaner überholen, bei denen es keine geregelte Arbeitszeit gibt oder die von ihrer Kultur aus einfach da nicht drauf schauen. Ja. Die Chinesen, die kannst du nachts um 3 anrufen, da ist die Antwort, weil die sind einfach dienstleistungsorientiert und kundenorientiert und verpflichtet. Die arabische Welt geht am Freitag beten, aber Samstag, Sonntag wird da auch viel gearbeitet. Und da muss man aufpassen, dass wir uns nicht den Ast absägen, auf dem wir sitzen, mit 4-Tage-Woche und 38-Stunden-Woche. Und was hast du nicht alles für Themen? Ja, da sind wir natürlich bei dem Thema Europa. Macron hat jetzt gesagt, dass Europa vorsichtig sein muss, dass man nicht völlig abgehängt wird und Riesenprobleme entstehen. Interessanterweise ist es aber innerhalb von Europa ja ganz unterschiedlich. Wir haben es vorher schon besprochen. Also die Polen, bei denen läuft die Wirtschaft hervorragend, bei uns läuft sie nicht. Aber selbst die von uns immer belächelten Griechen haben mittlerweile wieder Wirtschaftswachstum. Da ist also schon die Frage, wie geht es weiter? Wie kann dieser politische Überbau EU den Unternehmen und unserer Existenz helfen und nicht dazu führen, dass der eine oder andere dann noch zum Restrukturierungsberater muss, wegen der Politik? Ja, irgendein schlauer Mann hat ja mal gesagt, Politik ist idealerweise der Freiraum, den die Wirtschaft ihr lässt. Also. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber mir kommt so vor, als dass wir im Augenblick leider sehr viel Zügel anderen überlassen, die über uns bestimmen. Dabei, die Politik
können Sie es ja ganz einfach machen. Die müssten ja nur mal das tun, was ein Industrieller macht, nämlich ein bisschen Benchmarking. Ja? Ja. Das, was die Iren machen oder Dubai mit Tax-Free-Zones, das ist ja kein Hexenwerk. Ja? Ja. Wenn ich jetzt Investitionen hier haben will, warum sage ich nicht, okay, wenn ihr euch hier ansiedelt, dann seid ihr halt mal 25 Jahre von bestimmten Steuern befreit. Ja. Ja? Die Iren sind ganz pragmatisch, die sagen, okay, Wenn wir hochtaxen, dann gehen die nach Monaco oder irgendeine Steueroase. Wenn wir sie hier steuerbefreien, dann geben sie wenigstens ihr sauer verdientes Geld hier aus oder kaufen Villen und Sportwagen und Rennpferde und was weiß alles und lassen das Geld in unserem Land. Das könnten wir auch machen, aber aus irgendwelchen Gründen tun wir es nicht. Also wir machen es hier ein bisschen anders. Die Deutschen geben gerne Förderungen an ihre Unternehmen aus. Das ist also dann die Umverteilung, leider muss man sagen, oft im Gießkannenmodell. Allerdings ist natürlich Förderung ein Riesenthema. Also man kann natürlich staatliche Unterstützung auch in der Krise oder auch im Umfeld einer Krise sehr gut gebrauchen. Und leider die berühmtesten Beispiele sind immer die also Karstadt und so weiter, wo das Geld dann quasi vorher schon mal gewusst hat, dass es verloren geht. Aber tatsächlich gibt es ja auch die eine oder andere Fördermöglichkeit. Früher gab es den runden Tisch, glaube ich, der gefördert wurde, oder ein paar gewisse Erstberatungen. Vermitteln Sie sowas dann auch oder sind Sie da oder sagen Sie, Sie machen die großen Tickets und es wird bankseits dann finanziert? Also wir haben natürlich auch Spezialisten im Netzwerk, die sich mit Förderungen befassen. Ja. Weil Förderungen ist zwar ein spannendes Thema, aber typisch deutsch ist es unwahrscheinlich bürokratisch. Nein. Es werden ja Milliarden von Förderungen jedes Jahr gar nicht abgeholt, weil A, es weiß kein Mensch, was alles gefördert wird und B, es weiß kein Mensch, wie man den Antrag stellt und C, es dauert dann so lange, dass manchmal kriege ich die Förderung dann, wenn ich sie gar nicht mehr brauche. Das ist ein Spezialthema, da gibt es Gott sei Dank gute Leute und gute Berater, die sich darauf spezialisiert haben, aber es gibt natürlich für Unternehmen, du hast das am Anfang gesagt, viele, viele andere hilfreiche Finanztools. Ja. Was zu mir im Standard-Werkzeugkasten gehört, ist Sale and Leaseback und Factoring. Das geht oft sehr schnell. Genau. Das ist auch unabhängig vom Unternehmensreifegrad. Gerade in der Restrukturierung Sale and Leaseback funktioniert immer und mitunter sehr schnell. Genau. Ich habe jüngst ein Beispiel gehabt. Unternehmen wollte einen Mitbewerber kaufen, der insolvent war, mussten allerdings innerhalb von 10 Tagen zuschlagen, sonst wäre der Insolvenzverwalter damit in die Auktion gegangen. Mhm. Innerhalb von 10 Tagen kriegst du normal keine Finanzierung hin. Aber über Sale and Leaseback ging es. Wir haben dann Maschinenpark, genau. Sale and Leaseback gemacht, innerhalb von 6 Tagen wurde ausgeschüttet und die Wiesenmarkt, wie man sagt. Das sind natürlich tolle Tools, die nicht jeder Unternehmer parat hat, weil er sie vielleicht zu selten braucht. Ja. Und es gibt ja eine ganze Phalanx von alternativen Finanzierungsmöglichkeiten. Genau, das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen. Factoring ist ein tolles Tool auf jeden Fall. Das muss man sagen, manche haben ja ein bisschen Angst, was denkt der Kunde. Aber in gewissen Bereichen ist es eigentlich Standard, das muss man schon ganz klar sagen. Und wer es halt nicht macht, gibt halt viel aus der Hand, weil das eben keine so komplizierte Bonitätsprüfung und auch vom Reporting her lange nicht so aufwendig ist, weil ja letztlich beim echten Factoring einfach die Rechnung verkauft wird. Währenddessen, wenn ich heute einen Unternehmenskredit aufnehme, habe ich Covenants vom anderen Stern und muss immer schauen, dass ich diese Sachen erfülle und mir die Bank dann das nicht kündigt hinten raus. Ja, ein spannendes Umfeld aktuell. Man wird jetzt sehen, wie es weitergeht. So Richtung Ende unseres Gesprächs, was wäre denn eigentlich so, was sich der Restrukturierungsberater wünscht von der Politik oder dass sich jetzt ändert, weil so ein bisschen die grauen Wolken sind ja schon zu sehen. Wir haben jetzt auch im März eine steigende Arbeitslosigkeit, wo eigentlich die Baufirmen wieder anfangen, aber wir wissen ja alle, die Immobilienkrise ist voll da. Wir haben zudem laufend Verlagerungen. Was wäre jetzt eigentlich Ihrer Meinung nach das Wichtigste? Wo musste man jetzt ansetzen, damit wir aus der Nummer nochmal rauskommen? Naja, zunächst einmal, ein Staat hat ja nach der Wirtschaftstheorie die Aufgabe, antizyklisch zu investieren. Das heißt, wenn die
Wirtschaft schwächelt, dann sollte der Staat die stärken, indem er investiert in Infrastruktur, Straßenbau und so weiter. Das ist mal Nummer eins. Geld, nicht. Wenn es da ist, aber es ist ja da, weil wenn ich mir die ganzen Sondervermögen anschaue und was wir irgendwo anders hinschieben, dann ist ja Geld da, nur offensichtlich hat man nicht die richtigen Prioritäten gesetzt. Ja. Das Zweite ist, ich glaube, wir sollten mal das Energiethema angehen. Das ganze grüne Thema ist ja wichtig, aber alleine können wir die Welt sowieso nicht retten. Ich glaube, es wäre wichtiger, unsere Wirtschaft zu retten. Ja, es wird, glaube ich, jede Woche ein Kohlekraftwerk in China eröffnet. Gut, dass wir dann mit unserem Weltmarktanteil, glaube ich, von Emissionen von 1,8% können da wenig in die eine oder andere Richtung verändern. Wir haben aber auf jeden Fall heute versucht, ein bisschen Licht ins Dunkel in den Bereich Restrukturierung zu bringen. Das fand ich jetzt sehr spannend und auch erfrischend, mit jemandem zu sprechen, der so viel Erfahrung hat und auch so viel schon gesehen hat. Ich bedanke mich nochmal herzlich. Danke auch. Die Couch war einigermaßen bequem und unser Gespräch auch gut. Bis zum nächsten Mal bei unserem Format Graue Couch. Auf Wiedersehen.